Ja, guten Tag allerseits. Herzlich willkommen. Ich möchte heute über Jesus kam für die Kranken sprechen, weil ich gerade auch wieder erlebt habe, wie jemand sagte, ah, ich brauche keinen Jesus, ich brauche keine Maria, ich brauche dies nicht, ich brauche das nicht. Und ja, klar, wenn man die nicht braucht, ist das gut. Das ist noch besser vielleicht, weiß ich nicht, kann ich gar nicht beurteilen. Ich wollte jetzt mal darüber sprechen, dass ich Jesus brauche, dass ich Christus brauche, immer wieder. Und dass er mir immer wieder geholfen hat. Und warum soll ich was ablehnen, was mir immer wieder geholfen hat? Und ja, ich wollte einfach mal meinem Glauben Raum geben hier in diesem Video. Ich habe ein bisschen besonderen Glauben entwickelt und ich stelle fest, andere dürfen über ihren Glauben sprechen. Die einen dürfen ihn von der Kanzel predigen. Und da dürfen Frauen nicht mitreden in einem bestimmten Spektrum des Christentums, sage ich mal. In einem anderen Spektrum dürfen die Frauen predigen, aber brauchen eine bestimmte Ausbildung dafür. Und ja, ich glaube, dieser Hintergrund von 2000 Jahren hat es auch mir schwer gemacht, über meinen Glauben zu sprechen, weil er immer so irgendwie so ein Verbot mitschwingt. Frauen dürfen nicht predigen. Genau, Frauen dürfen nicht über ihren Glauben sprechen. Also so. Glaube ich, sitzt es uns noch in den Knochen oder saß es zumindest mir in den Knochen. Und deshalb ist es für mich auch neu, jetzt mal ein ganzes Video über mein Glauben zu drehen. Im Hinblick darauf, dass Jesus für die Kranken kam, also dass Jesus nicht für alle da war. Und ja, deshalb, warum soll man ihn allen verkaufen wollen, wenn er nur für einen kleinen Teil kam? Also für die, ich sage jetzt mal, die Verbindung zum Göttlichen verloren haben. Und die darunter leiden, die unter einer Krankheit leiden und die händeringend, ja, diese Brücke wieder suchen. Also ich weiß, in esoterischen, spirituellen Kreisen, da ist auch verbreitet, ja, wir haben uns nie getrennt, wir sind nie getrennt gewesen. Das ist alles eine Illusion. Das sage ich mal aus eigener Erfahrung. Für mich ist das nicht nur eine Illusion. Das ist persönliches Empfinden und das ist die Wahrheit, das ist die Wirklichkeit für Menschen. Und wenn es die Wirklichkeit für Menschen ist, dass sie sich getrennt fühlen, dann gibt es einen Jesus, der die Brücke gebaut hat. So, also das, ja, möchte ich noch mal aus meinem Glauben heraus aussprechen und mitteilen. Jesus ist für mich da, um kranken Menschen die Hand zu reichen. Hier ist die Hand. Komm mit, ich habe eine Brücke gebaut zu Gott hin, zu
dem himmlischen Vater, zu dem Schöpfer des Himmels und der Erde, sag ich mal, kommt mit, ich nehme euch an der Hand, ich helfe euch, ich zeige euch einen Weg, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also, das kann ich auch sagen. Mit Jesus werden wir wieder lebendig oder können wieder lebendig werden. Und möchte dazu auch sagen, es ist für mich jetzt nicht der Jesus, der am Kreuz hängt, sondern ein lebendiger, auferstandener Jesus, der uns lebendig macht. Jesus sagt ja auch, ich gebe euch von der Quelle lebendigen Wassers umsonst. Und das ist für mich dieser lebendige Jesus, der lebt, der weiterlebt und den wir in unserem Herzen aufnehmen können. Ja, da bitten wir praktisch Gott, den himmlischen Vater, darum, dass wir Jesus in unserem Herzen aufnehmen. Also so sehe ich das, so habe ich das mal gemacht vor vielen Jahren. Und dann ist Jesus derjenige, der in unserem Herzen wohnt. Und der uns auch immer wieder erneuert und uns hilft. Also das ist meine Erfahrung. Und die wollte ich euch hier mal weitergeben. Und gerade im Falle der Krankheit. Und jetzt wollte ich aber euch auch erzählen, dass für mich persönlich, was ich gelebt habe, im Unterschied zu dem, was wir hier in der Welt haben, auch Maria Magdalena, Marie Madeleine möchte ich sie nennen, weil ich das viel schöner finde und weil ich in Frankreich gelebt habe, da wo sie gelebt hat. Für mich spielt sie auch eine ganz große Rolle als Vertreterin des göttlich-weiblichen. Und das möchte ich euch hier mal sagen, weil meine Erfahrung, also ihr könnt eure Erfahrung machen, gerne, gerne, wie auch immer. Ich möchte jetzt einfach nur mal meine Erfahrung weitergeben und vielleicht spricht es ja den einen oder anderen an. Also meine Erfahrung ist, dass Jesus alleine für mich nicht ausgereicht hat, für mich persönlich. Und deshalb hat mich das Leben dahin geführt, wo Marie Madeleine gelebt hat, in Südfrankreich. Und ich habe ein Jahr in Aix-en-Provence gelebt, wo sie 10 Jahre gelebt hat. Und dann habe ich mehrere Jahre da gelebt, das heißt Haute-Vallée de l'Aude. Das Hochtal vom Odefluss. Wo sie auch gelebt haben mag. Also das glauben ganz viele Menschen, vor allen Dingen spirituelle Menschen. Dann gibt es die Version der katholischen Kirche, dass sie im Massiv Saint-Baume in der Höhle gelebt hat. Das kann ich nicht beurteilen. Dazu kann ich nichts sagen. Ich weiß nur, dass es Menschen gibt, die auch recherchiert haben und anderes behaupten. Und dass im Haute-Vallée de l'Aude viele Menschen sind,
die Ma mit Marie Madeleine spirituell eng verbunden sind. Und Marie Madeleine weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung, die nimmt alle Menschen irgendwie auf. Also ich habe dort Menschen kennengelernt, die ja alle möglichen Probleme hatten, aber mit Marie Madeleine verbunden waren. Und sag mal, sie ist so die göttliche Mutter für mich. Es ist nicht die Maria, die Mutter von Jesus, sondern für mich ist es Marie Madeleine gewesen. Und im Mittelalter war das bekannt und die großen Kathedralen waren eigentlich Marie Madeleine geweiht früher. Ja, und ich glaube, also von meinem Glauben her, den ich jetzt hier auch mal weitergeben möchte, erstmals in dieser Form, von meinem Empfinden her, meiner Wahrnehmung her, ist es so, dass Jesus die Brücke bildet. Und Marie Madeleine das Licht im Abgrund ist. Das ist meine Wahrnehmung und ihr könnt mich gerne berichtigen oder mir anderes erzählen. Das ist so, was ich erlebt habe und auch immer noch erlebe. Dieses Durchleuchten des Abgrunds, im Grunde genommen, um allen Menschen zu helfen, die irgendwo im Abgrund hängen, sage ich jetzt mal so, wie ich das empfinde. Ja, genau. Und das hat damit zu tun, also Jesus sagt ja auch, also ich bin das Licht der Welt. Also für mich ist es einfach dieses Götterpaar, für mich waren die beiden ein Götterpaar. Das gibt auch manche Bücher, die darüber schreiben, dass Jesus eben als Vertreter des himmlischen Vaters, sagt er ja auch immer wieder, ich und der Vater sind eins. Und Marie Madeleine als die Vertreterin der göttlichen Mutter damals vor 2000 Jahren auf die Erde kam, gemeinsam wirkten und Marie Madeleine mag sieben Dämonen gehabt haben. Das möchte ich gar nicht abstreiten, das kann gut sein. Und sie wurde eben auch mit Hilfe von Jesus davon befreit. Was immer diese Dämonen sind, da gibt es auch verschiedene Theorien. Da gibt es auch interessante Bücher. Es gibt ja auch von Marie Madeleine ein Evangelium. Und es gibt auch einen Kommentar dazu. Ja, der heißt Leloup, Jean-Yves Leloup, der das rausgegeben hat. Ich habe da auch eine Zeit lang mitgelebt. Ja, ich habe dann auch ja, viele Jahre recherchiert, eigentlich über Jesus und über Marie Madeleine. Und da gibt es auch verschiedene Theorien, die zu mir kamen. Ich habe dann auch recherchiert über das Urevangelium. Also ich habe im Land der Katharer gelebt. Die Katharer waren eine Glaubensgemeinschaft, heute würde man Sekte dazu sagen, die im 13. Jahrhundert gelebt haben, die verteilt waren.
Kunden. Also es gab auch welche in Deutschland, es gab welche in Norditalien und gab vor allen Dingen welche in Südfrankreich. Und da im Katarerland nahmen die bis zu 50% der Bevölkerung ein damals, muss man sich vorstellen, und wurden dann eine ernste Gefahr für die katholische Kirche. Und deswegen, weil die ja immer mehr Zulauf bekommen haben, die hießen auch die Reinen, die Bonhomme, die Gutmenschen, die Katharer von Katharsis, die Reinen. Die haben praktisch ja, gleichberechtigt gelebt. Die haben auch kein Fleisch gegessen. Ich würde mal sagen, die waren 1000 Jahre voraus. Die wurden dann alle umgebracht, verbrannt, weil sie ihrem Glauben nicht abgeschworen haben. Ja, und dort unten in Südfrankreich ist das Erbe noch lebendig. Da sind noch die Katharerburgen, die Überreste. Die sind übrigens ganz eng verknüpft mit der Gralssage. Und ja, es gibt den. Die Legende, das sind alles Legenden, dass die Katharer diesen heiligen Gral hatten und dass der Kreuzzug gegen die Katharer auch darum ging, diesen heiligen Gral an sich zu reißen, sage ich jetzt mal. Ja, das sind alles Geschichten, die ich erzähle jetzt mal hier in dieser Form, um einen Anfang zu machen, das weiterzugeben. Das, was ich jahrelang gelebt habe, wo ich jahrelang gelebt habe, wo ich mich zu Hause fühlte, auch geistig. Ja, und ich möchte jetzt einen Anfang machen, eben meinen Glauben auch weiterzugeben, weitergeben zu dürfen, mir die Erlaubnis zu geben. Also für mich sind es zwei. Es ist nicht nur Jesus. Das ist so mein Problem. Ich bin mit Jesus. Ich bin mit Jesus verbunden. Jesus hilft mir auch immer wieder. Und das möchte ich auch sagen, weil ich habe Menschen verloren, Freund verloren, der ja, hat diese Hilfe nicht bekommen oder nicht erhalten, wahrscheinlich weil er nicht an Jesus glaubte. Und deshalb möchte ich das einfach weitergeben. Ja, gibt Jesus eine Chance, in eurem Leben zu wirken, Teil von eurem Leben zu wirken, werden. Sagt nicht nein zu ihm, sagt ja zu ihm. Das ist mein, ja, wenn ihr ihn braucht, wenn ihr ihn nicht braucht, ist das gut, dann ist das super. Und, aber falls ihr ihn braucht, seid offen für ihn. Nehmt ihn dankbar an, wenn ihr krank seid und den Heiler braucht, der euch heilen kann, ihn zur Heilung führen. Und an dieser Stelle möchte ich noch mal, weil es bald aktuell sein könnte, darauf hinweisen, es gibt immer die Chance zurückzukehren zum himmlischen Vater, zu Gott, durch Jesus eben auch. Und er, also da kann ich nur auch sagen, ja,
Nehmt euch die Evangelien. Ich glaube, dass sie verfälscht wurden und dass das Urevangelium das Evangelium des vollkommenen Lebens ist. Das möchte ich an dieser Stelle auch sagen. Und mein Traum ist eine Gemeinschaft von Menschen, die an dieses Urevangelium glauben, an das die Katharer auch geglaubt haben. Das ist anders wie das, was wir im Neuen Testament haben. Aber das Neue Testament kann uns auch schon ganz viel helfen. Also die Botschaft ist darin auch noch enthalten. Und eine ganz wichtige Botschaft ist auch in der Apokalypse. Das ist das Wichtigste, was ich euch weitergeben möchte. Ich möchte das jetzt nicht zitieren, sondern euch bitten, das selber zu lesen, was da steht in der Offenbarung des Johannes, Kapitel 13, 16 bis 18 und 14, 9 bis 11. Da steht nämlich geschrieben, was passiert in der heutigen Zeit und was passiert mit den Menschen, die das Malzeichen des Tieres annehmen. Das ist dreimal die sechs, um nur noch damit kaufen und verkaufen zu können. Und das kann gut sein. Also da gibt es Hinweise, dass das in den nächsten Monaten passiert. Durch den Impfpass, dass die Leute dazu angehalten werden, da den Impfpass also anzunehmen und dass dann alles nur noch mit einer digitalen Währung läuft. Und ja, ich möchte dafür nur warnen, wie es in der Offenbarung des Johannes in der genannten Apokalypse steht. Also ich glaube, bis dahin ist es noch möglich, auch umzukehren zu Gott, zu Jesus. Und dann irgendwann geht es aber nicht mehr. Und davor warnt Jesus eben seit 2000 Jahren. Und das möchte ich einfach weitergeben, weil es mir so ein großes Herzensanliegen ist, die Menschen davor zu bewahren. Also da ist eben ja die Warnung auch. Und ich habe ein Jahr ohne Geld gelebt und noch 8 Jahre mit so wenig Geld wie möglich, um das auszuprobieren, wie wird es denn sein? Ich habe mein Leben damals beschrieben im Vagabundenblog. Ich habe ein Buch veröffentlicht von der Zeit unter dem Namen Silvia Fischer, der Vagabundenblog vom Leben ohne Geld. Und habe darin beschrieben, was passiert ist, als ich ohne Geld gelebt habe. Irgendwie hat Gott, Jesus, mich durchs Leben getragen, Marie Madeleine. Und ja, das wollte ich einfach weitergeben, einfach in Zuversicht zu sein, zuversichtlich ins Leben zu schauen. Wenn ihr krank seid, ja, Jesus die Hand zu reichen. Und das ist so, was ich heute weitergeben wollte, aber auch, dass ich einen eigenen Glauben habe und ich gebe mir einfach die Erlaubnis, das weiterzugeben, dass ich auch ganz stark an das göttlich-weibliche glaube. Wenn wir die Genesis anschauen, ganz am Anfang des Alten Testaments, da ist von Elohim die Rede. Und Elohim steht für weiblich und männlich, für beides. Und ich glaube, die Zukunft
wird ein anderer Glaube sein. Nicht das, was wir bisher sehen auf der Erde, da ist alles da zerteilt in so viele verschiedene Richtungen. Und ich glaube auch, dass wir Glaubensfreiheit haben werden in Zukunft. Das geht noch über die Menschenrechte hinaus, die es bisher gibt, die bisher aufgeschrieben wurden. Da gibt es Religionsfreiheit. Ich glaube, die Zukunft ist Glaubensfreiheit, dass jeder glauben darf, was er will und was ihm entspricht. Und dass wir da absolute Freiheit haben. Und ja, ich nehme mir hier die Freiheit, über meinen Glauben zu sprechen. Und ich weiß, dass viele Menschen damit überhaupt nicht einverstanden sind. Und dass es mir aber ein Herzensanliegen ist, es weiterzugeben, weil es auch anderen Menschen helfen mag, sich und ihren eigenen Glauben zu finden. Und sich die Erlaubnis zu geben, diesen eigenen Glauben zu leben und die eigene Spiritualität zu leben und vielleicht die Verbundenheit mit der Natur zu leben. Ich lebe das auch, indem ich mich bewege. Ich verbinde mich über die Natur mit meinem eigenen inneren göttlichen Kern. Und darum geht es für mich, die Verbindung zu bekommen, wieder die Rückverbindung zum eigenen göttlichen Kern. Und da ist Jesus der Weg, da kann uns Marie Madeleine helfen auf diesem Weg. Die beiden, für mich ist es so. Und ja, ich freue mich. Also da ist auch ganz viel Freude, genau. Da ist Lebensfreude, da ist Lebendigkeit, da ist Liebe. Ja, da ist eigentlich alles, was man braucht. Genau. Und ich möchte, ja, euch davon was weitergeben. Und ich freue mich über Kommentare, über Feedback. Ich freue mich über Menschen auf dem Weg. Ich freue mich, wenn wir uns gegenseitig helfen und unterstützen auf diesem Weg hin zum Göttlichen. Ich danke fürs Zuhören.